Ich hoffe, du kümmerst dich dann irgendwann auch mal um meine Rüstung. Ja, ja, klar, klar. Ich warte ja auf verstecktes Leger, wie bekloppt. Wobei, warte mal. Was kann ich dir denn am besten anbieten jetzt? Also, ich könnte dir eine... Also, Aussehen erstmal egal, Hauptsache mal viel aushalten. Okay, willst du mittel oder leicht? Ich glaube, ich will leicht, aber mich würde interessieren, wann ich welche Boni die haben. Ja, das Weil ist zum Beispiel habe ich nämlich auf Präzision plus 5 und ich weiß nicht wieso. Ich glaube, es liegt an der leichten Rüstung. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Rüstung, die gibt mir auf Beweglichkeit. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Ich probiere auch ein paar Rüstungen durch, also ich werde ein bisschen was herstellen. Ich kann dir die zwei stärksten machen in leicht. Und dann kannst du mal gucken und wenn nicht, dann mache ich die auf Mittel. Ja, okay, dann guck. Ja, ja gut, brauchst du erstmal eine auf leicht machen, weil ich brauche ja nur eine auf leicht sozusagen. Genau. Um zu schauen, ob die passt oder nicht. Genau, genau, genau. Aber dann kann ich nämlich meine Rüstung, die ich jetzt habe, die können wir eigentlich direkt mal irgendeinem Sklaven von uns geben. Ja, das kannst du auch gerne machen. Ja, bevor wir die, also wenn ich meinen wegschmeißen, brauchen wir sie nicht. Geben wir sie doch irgendeinem Bogenschützen-Sklaven. Ja. Und dann können die mal nutzen. Also du bekommst einen Kämpfer-Sklave, nehmen wir einfach. Völlig egal. Ah, du bekommst auf jeden Fall eine viel bessere Rüstung. Also da macht dir keinen Kopf. Ich brauch halt jetzt Zwirn. Da, ich hab noch ein bisschen Zwirn habe ich. Machen wir erstmal leicht. Das da. Polsterung. Leichte Polsterung. So. Ich kann ich nicht irgendwo eine Waffenverstärkung für einen Bogen machen? Du kannst mir eine Damage-Verstärkung für einen Bogen, konntest du mir ja machen, aber genau. So eine Verstärkung, wie hat denn das geheißen bei dir? Du kannst also nur eine drauf machen. Ja, aber ich hab doch, also wenn es lila ist, dann ist es doch verstärkt, oder? Dann hat es mehr Schaden. Also generell kannst du nur entweder Schaden, Leichtigkeit oder Haltbarkeit drauf machen. Ja genau, aber du hast ja Schaden jetzt drauf gemacht. Dann ist es lila geworden bei mir. Ja. Unten drin. Und dann ist ja da noch dieses zusätzliche Kit, was du auch noch drauf haust. Ja. Genau, und dieses Kit, das ist ja für Bogen wahrscheinlich was anderes als wie für Schwerter und Speere und so. Ja, ist es ja. Übrigens, genau. Ganz sorry, ich habe mich gerade noch ein bisschen hier drauf fokussiert. Du kannst jetzt gleich deine erste Rüstung rausholen. Die ist jetzt gleich fertig. Ja. Sorry, so. Also ich kann dir auf jeden Fall Kits machen. Also, wenn du deinen Bogen verbessern willst, kann ich dir Stärke anbieten, Haltbarkeit oder das andere. Oder halt bei der Rüstung kann ich dir Rüstung mit anbieten. Also mehr Rüstung oder halt Haltbarkeit. Und so. Das sieht ja lässig aus, was ich da habe. Ja. Samaronische, das ist die, oder? Genau. Da brauche ich auf jeden Fall dann noch Rüstungsverstärkung, 5-mal bitte. Genau, aber warte mal, sag mir erstmal was so Attribute und ob dir die Attribute auch passen. Deswegen habe ich dir die jetzt erstmal gemacht. Ah, jetzt habe ich Beweglichkeit plus 5. Okay, soll ich dir noch eine andere machen? Ich meine, das kostet nicht viel. Gibt's Präzision plus 5 irgendwo? Ich müsste das halt ausprobieren. Ich kann dir das gleich machen. Oh, guck Wahrscheinlich mal. Die pikitische kann das sein, weil ich hatte vorher auch die pikitische. Ja gut, aber da kann ich dir nur die alte machen, oder? Genau. Also ich kann dir nur noch... Warte mal, was war das nochmal? Ich warte mal. Ich google einfach, welche Rüstungsboni es gibt. Okay. So. Okay. Also ich brauche... Jetzt pass auf. Stärke? Nein. Ich brauche eigentlich Präzision. Gibt es eine, die einem Gewicht, also Tragbarkeit dazu gibt? Moment, ich schau mal gerade. Das war auch mal spannend, weil dann müssen wir... Ja, die
Ach so, nur die piktische Rüstung gibt dir, dann plus 5 Accuracy. Ach so, nee, die chemitische würde mir aber auch das gleiche geben. Die chemitische? Okay, chemitische. Ja, das wäre die nächste, die ich dir nämlich gemacht hätte. Ja, die würde das auch bringen. Plus 5 Präzision. Die ist dann besser wahrscheinlich, oder? Als die piktische. Ja, die ist besser. Das sind, ja, genau. Das sind die zwei besten. Also entweder die, die du jetzt hast, oder die chemitische. Dann die chemitische würde ich dann nehmen. Vitalität gibt's eine. Ach so, nee, du brauchst ja schwere Rüstung, gell? Also am besten wäre es eine, die gegebenenfalls einen Punkte auf Tragefähigkeit gibt. Wenn du mir jetzt sagst, was das auf Englisch heißt. Wait? Einfach nur Wait? Ja, irgendwas. Grit vielleicht, kann das sein? Was ist ein Grit auf Englisch? Oh Gott. Was war nochmal Grit? Ja, toll. Ich kenne das halt auch nur als Rost oder Gitter, aber. Also es gibt Vitalitätsbonus. Mhm. Das ist ja nicht. Das ist ja Vitalität, das haben wir ja, genau. Dann gibt's. Ach so, Encumbrance. Das kann sein. Jetzt muss ich einfach. Ich google jetzt einfach, was Encumbrance bedeutet. Mhm. Belastung heißt Encumbrance, also es ist die Belastung. Also das wäre Encumbrance die richtige Rüstung, die du brauchst. Da gibt es die einfach nur die Heavy-Rüstung, die hat also einfach nur Heavy, genau. Die hat Hitzeresistenz und plus 5 Encumbrance. Dann lass ich mal weiter scrollen. Dann gibt es noch die Kitan Imperial. Da brauchen wir aber ein DLC. Ich weiß nicht, ob wir das haben. Ja, also die haben Kitan wir. Also mit K-H-I-T-A-N. Ja, die haben wir. Der Kitan bringt ja auch plus 5. Okay, nee, das sind noch Tragfähigkeit. Dann noch. So, warte mal. Vielleicht kannst du mir gerade sagen, warte mal, ich sag dir mal einen Rüstungsnamen. Da muss ich dann. Die Hyrkanische. Hyrkanische. Der Hyrkanische Plündererhelm. Vanir. Stygian Soldier, Pictish War Chief, Kitan Imperial, Hyrkanian Raider bringt plus 5 Accuracy. Ach, das ist auch nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Warte. Ich schau mal weiter, was noch. Nee, gut. Das waren die einzigen zwei, ja, die dir. Also entweder Heavy oder diese andere. Ja, gut. Die sind halt schlechter. Dann wäre für dich aber vielleicht Vitalität. Kannst du Yamatai Warlord machen? Weil dir bringt halt plus 5 Vitalität. Ich meine, das sind mehr Leben, also. Wäre vielleicht. Gut, aber die hat auch gerade mal. Sag mal, 112 hat die Rüstung an Schutz und meine jetzige hat 168. Was hat denn deine. Also, wie heißt deine jetzige? Stygische. Ach, Stygische. Stygien wahrscheinlich. Ja, genau, die hat Agilität plus 5. Genau. Das ist aber auch nicht schlimm, also. Ja, so, ja, es gibt noch die Tyranian, achso, die hat auch Agilität plus 5. Die Stygische ist gut, weil ich krieg dadurch nochmal mehr Rüstung, weil Beweglichkeit stärkt die Rüstung. Ja, und ich meine, Pictish War Chief bringt dir, weiß nicht, ob die gut ist, die bringt dir plus 5 Stärke. Aber ich glaube, naja. Na gut. Das ist halt immer so das Problem. Also, übrigens, die Kitanische bringt oder die. Die Kitanische bräuchtest du oder die. Die einfach nur Heavy heißt. Die einfach nur Heavy Helmet. Okay, also das Problem ist, ich kann halt die Kitanische machen, aber die ist halt noch nicht so gut. Da müsste ich die Epische irgendwann mal machen. Aber die können wir ja noch nicht. Ja, gut, dann lass halt. Dann nimmst halt einfach die dabei. Ja, erstmal. Ist halt dann so. Ja, weil die Kitan. Okay, soll ich dann die
jetzige, die wir haben, direkt mal wieder... Oh Gott, ist das eine hässliche Rüstung. Die neue? Die ich habe, ja. Na gut. Aber ja, die gibt dir... Ja, ich verwerte mal die du gebaut hast, gleich wieder. Ja. Zerlege ich direkt. Die hat halt viel geiler ausgesehen, aber schade. Ja, schade. Ich brauche halt die... Naja, gut. Wie gesagt, wenn wir auf episch sind, dann kann man schönere Rüstung machen. Oh, ich trockne fast aus. Ja, schade. Das ist auch so, habe ich jetzt halt... Genau. Übrigens, Hyänenfell, Katzenfell und Reptilienhaut nicht verarbeiten. Weil die können wir wiederum für Rüstungen gebrauchen. Du kannst zwar auch schweres Fell oder leichtes Fell daraus machen, aber dann können wir keine Rüstung mehr machen. Okay. Also das ist mir... steht hier gerade so dabei. Also ich versuche jetzt mit Präzision noch hoch zu... Achso, jetzt brauche ich genau, was ich jetzt noch brauche von dir. Ja. Ist eine Waffenverbesserung für Schaden zweimal und eine Waffenverbesserung für meinen leichten Speer, für meinen uralten Speer. Okay. Das wenn heißt, das möglich ist, also dass der mehr Schaden macht. Genau, ich kann jetzt übrigens die neue Rüstungsverbesserung machen, also die schwere. Mhm. Verstärktes Leder. Okay, ich kann... Wir brauchen ja jeweils 5, ne? Ja. Genau. Okay, dann mache ich erstmal die hier. Dann habe ich hier noch was für unsere Kammer hinten. Das. Das da. Ach so, ich brauche ja mal wieder Pfeile. Ich muss jetzt mal Pfeile her. Ach, wir haben immer noch keine Federn, fuck. Ja, die kriegen wir ja bei unserer anderen Base. Ja. So, und dann brauchst du noch eine Waffenverbesserung, was du gemeint, ne? Genau. Also, oh, meine Güte, Moment. Das Katzenfell habe ich nämlich angefangen gerade. Dieses Hyänenfell meine ich. Das Hyänenfell können wir locker nochmal verarbeiten, weil da können wir keine Rüstung draus machen. Nur den Rest nicht. Und für die Waffe brauchst du eins. Wo ist das denn? Da gebe ich dir auch die Ver... Oh, gehärteter Stahlbarren. Ich muss dir leider... Oh, wir haben kein Öl. Ui. Das ist nicht so geil. Aber noch ein bisschen Öl haben wir. Okay, du bekommst von mir ein Waffenschaden-Kit. Brauchst du noch was? Brauch Pfeile. Ich brauch zwei Waffenschaden-Kits. Oh, hast du zwei? Ich hab ja den Bogen und. Ach, stimmt. Alles die klar. Andere. Ich hab hier Bogen und Ding. Okay. Das so kann ich ja euch selber drauf. Nee, kann ich nicht selber draufziehen. Ich glaube, das musst du machen. Okay, dann leg's gerade rein, dann mach ich das. Hab Bogen und Speer unten reingelegt. Oh, Moment. Auf den Speer geht das nicht. Hast du den schon mal. Nee. Auf den Speer geht das nicht. Warum? Das ist, glaube ich, ein Wurfspeer. Kannst du den... Ja, vielleicht deswegen, ne? Kannst du den reparieren? Nee, kann ich nicht. Okay, nee, dann geht das nicht. Oh Mann. Ja, wahrscheinlich, weil es halt dieser Speer da ist. Ah, dann muss ich doch wieder... Gott sei Dank habe ich die nicht wiederverwertet, meine Dolche. Dann muss ich doch wieder auf die Dolche gehen. Ja. Du kannst ja aber auch uralt... Ach nee, die uralten Dolche hast du, ne? Ich hab die alten Dolche. Okay. Kannst du nicht die uralten schon machen? Ach so, deswegen konnte ich halt vorhin auch so viele von diesen Sperren herstellen, weil das einfach nur Wurfsperre sind. Ja. Okay, das ist blöd. Ich könnte dir anbieten, wenn du möchtest, die uralte Pike zu machen. Also. Ich würde jetzt gerne bei den... zwei Sperren da bleiben, die ich habe. Okay. Der Lasserschild ist da. Bei den zwei Dingern. Die passt irgendwie besser zu meinem Kollegen. Okay. Rüstungsverbesserung kann ich mir schon rausnehmen? Ja, die sind gerade fertig. Na gut. Genau. Okay, dann haben wir das. Achso, ich kann mal meine Waffe verdünsen. Dann haben wir das auch. Das kann ich nicht machen. Okay, jetzt habe ich 64 Rüstung, was schon mal gut. Sehr gut.
Und jetzt würde ich gerne wissen, wie viel Schaden ich mache. Wo steht das mit der Rüstung? Wenn du auf Inventar bist, steht oben Rüstung. 64 drunter leicht. 555. 55? Ja. 64. Ja. Und ach so, der Wert errechnet sich aus deinen Rüstungsobjekten und deiner Beweglichkeit. Ah. Ah, okay. Ja, dann ist Beweglichkeit ja gar nicht so. Aber schwer. Guck mal, was ich nicht mehr kann. Ich kann nur noch das hier. Ich kann nicht mehr rollen. Ah, naja, gut, okay. Ja, gut, ich bin tanky halt. Ja. Jetzt bin ich der richtige Tank endlich. Jetzt mach ich. Warte mal. Hä? Wenn ich jetzt halt auf Attribute gehe. Nee, auf Werte. Achso, dann mache ich Nahkampfschaden gesamt 33, wenn ich die Waffen gezückt habe. Genau. Wo steht das dann? Wenn du musst die Waffen zücken und dann klickst du auf Werte. Werte da. Genau. Okay, jetzt gucken wir mal. Nahkampfschaden 56. Alter, ich mach halt nur 33. Aber gut, wenn ich jetzt halt meine, wenn ich jetzt halt den normalen Bogen ziehe, habe ich Fernkampfschaden 41. Und dann würde aber ich habe keine Pfeile drin und der Pfeil, wenn ich den stärksten Pfeil hin dazu fügt, der Rasiermesserpfeil, der macht nochmal. Ah, wie sehe ich das jetzt, wie viel er macht? Attribute, nee, Talente, Waffen, Scharmützler. Übrigens, wir haben super viel Essen wieder. Der Rasiermesserpfeil macht nochmal 14 dazu. Hätte ich insgesamt 41 plus 14, also hätte ich dann auch 50, ja, 55 Schaden hätte ich dann Fernkampf. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. 55 Schaden im Fernkampf ist plus genauso viel. Plus 30% Rüstungsdurchdringung. Also ja, okay. 30% der Rüstung wäre ignoriert. Dazu bräuchte ich halt nur Pfeile. Ja. Das Schlimmste jetzt gerade, Pfeile finden und Federn und alles. Ich guck gerade mal, ich könnte hier wahrscheinlich. Wir sollten jetzt vielleicht mal das Essen in den leibeigenen Topf werfen, das Fleisch. Ja, einen großen Teil, ja. Okay. Ich könnte hier ein Schwert machen mit 43 Schaden. Also so ein großes Schwert, aber in dem Fall. Ja, aber dann verlierst du halt deine. Ja, mein Schild. Genau. Und der hat uns schon mal den Hintern gerettet. Aber die Axt 40, boah, bald. Genau, aber nimm nicht die großen Keulen. Die gegrillte Keule nicht? Nee, die gibt viel zu viel Leben für uns. Dann das gegrillte Fleisch. Ja, genau. Achso, und die Schleimsuppe können wir auch hinten reinwerfen. Dann nehme ich mal 10 Keulen mit in mein Inventar. Wenn wir jetzt gleich wieder losziehen. Ja. Also. Werf mal das gegrillte Fleisch da rein. Halt. Und halb. Oh, wir bräuchten definitiv dieses Aloe-Zeug. Oh ja. Moment. Aber da habe ich doch mega viel gemacht. Oh ja. Warte mal, ich mach die Dinger jetzt hier mal weg. Ja. Die stören jetzt echt, aber. Wir haben doch noch 40 Extrakte. Achso, haben wir noch da, okay. Ja, 40 haben wir noch. Ich habe gedacht, wir haben schon fast nichts mehr. Wir noch, haben ziemlich viel gebraucht. Okay, pass mal auf. Ich muss es dann wirklich überlegen, was ich dann irgendwie noch skillen sollte. Mhm. An Attributen. Weil ich versuche jetzt mit Präzision voll zu kommen. Mhm. Dann machen meine Kopfschüsse 50% mehr Schaden. Das wäre schon mal sehr nice. Mhm. Und dann ist die Frage, weil ich habe Belastung, wenn ich auf 20. Also die Belastung wird ja noch von mir so richtig krass gemacht. Genau, Belastung habe ich 20, Überleben habe ich 20 und Präzision habe ich jetzt 36, da brauche ich halt noch 5 Stück, dann bin ich glaube ich durch. 4 Stück noch, dann bin ich ja durch. Dann bin ich auf 4, achso, nee. Nee, ich bin jetzt auf 41, ich brauche noch 9 Stück, genau. Noch 9 Stück, weil ich kriege ja 5 Präzision durch die Rüstung und dann habe ich 50. Dann kann ich überlegen, was ich noch so gehe. Ich weiß nicht, was du noch machen könntest, tatsächlich.
Ist gar nicht mal so einfach.